Jo, liebe Leute, weiter geht's heute im DFB-Pokal mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, die wir ja schon in der vorletzten Folge mit 4:2 nach Hause geschickt haben. Aber was war das in der letzten Folge, im letzten Spiel? Ja, 6:0 in Leipzig gewonnen. Mit der jungen Truppe. Wir sind aktuell Tabellendritter. Zumindest, ja doch, weil Bayern wahrscheinlich gewonnen hat. Guck mal, können wir mal gucken gerade? Ja, klar, natürlich können wir mal gucken. Wettbewerb wechseln. Bundesliga. Ja, müssten. Ja, drei. Ja, ja, habe ich gerade. Wollte gerade sagen. Es ist jetzt alles schon kuschelig eng zusammen. Also der sechste zwischen dem dritten wie uns und dem sechsten Wolfsburg ist alles ein bisschen enger. Dortmund ist momentan Tabellenführer. Die haben ja letztes Spiel ja gewonnen. Gedreht gegen Augsburg mit 2:1. Und haben es natürlich jetzt geschafft, Tabellenführer zu werden. Liegt aber daran, dass die Bayern ihr Nachholspiel gegen Bochum noch haben. Bochum ist dann übrigens auch das Stichwort, ist nämlich der nächste Gegner danach. Also sollten die Bayern wieder gewinnen, sind sie wieder 5 Punkte vorgegeben. Wenn sie natürlich verlieren, dann wäre das ganz, ganz schön. Und da wären das nämlich nur 5 Punkte in den ersten 6. Ja. Gut. Machen wir mal heute weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt, wie gesagt, VfB Stuttgart. Wir wollen ins Viertelfinale. Wir wollen natürlich wieder nach Berlin. Dazu muss heute diese Hürde aus dem Weg geräumt werden. Dann schauen wir mal, was wir heute auf die Reihe bekommen. Im letzten Spiel haben wir sie ja mit 4:2 geschlagen in der Liga. Ich trinke nebenbei was. Also nicht wundern, wenn da mal eine kleine Pause mit drin ist. Delegieren. Finn Harps. Laie. 2 Jahre. Passt. Kann er zumindest mal ausgeliehen werden. So, ich kann aber auch Innenverteidiger, also finde theoretisch kann ich ihn als Innenverteidiger einholen. Aber wie auch immer, wir wollen natürlich jetzt heute das Duell gegen den VfB gewinnen und 3 Tage später ist das Duell mit dem VfL Bochum. Leihangebot für Pinto, auch wieder eine Leihe mit Kaufoption. Delegieren möchte ich nicht, 2 Jahre geht auf 1 Jahr. Diesmal habe ich dran gedacht. Ich möchte meine Talente nicht mit Kaufoption verlieren. Klar, ich leihe gerne Spieler mit Kaufoptionen selber. Habe ich ja mit Novoa, mit Ulrich und mit Eckhoff genauso gemacht. Also die 3 Talente sind allesamt mit Kaufoptionen geliehen. Damals in der ersten Saison. Ja, schon die Saison. Wenn man die Karriere schon seit der ersten Saison verfolgt, weiß das. Und dann haben wir sie ja dann in der zweiten Saison verpflichtet. Wobei Novoa eine Weile nicht gespielt hat. Meier war vorne drin die ganze Zeit gesetzt. Das, wenn man das mal überlegt, ne? Oh, ich muss wechseln. Staffelidis darf. Ist leider auch nicht zu 100% fit, deswegen wird er heute nicht von Beginn an spielen. Deswegen geht heute der Herr. Geht heute Rother mal auf die linke Seite. Und im Tor wird statt Noppert Horn stehen. Unser Pokaltorhüter. Zumindest jetzt für die ersten 2, 3 Spiele. Ich hoffe, ich verzeug mich damit nicht. Das wäre natürlich ein bisschen blöde, aber wie gesagt, das Spiel gegen Stuttgart 4:2 gewonnen. Aber mal schauen. So, geht es sofort los? Auf geht's. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Liebe Zuschauer, willkommen hier in der verregneten Mercedes-Benz-Arena, die der Austragungsort unserer heutigen Partie sein wird. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide genau so ist es. Mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute sicher im Mittelpunkt stehen. Er ist natürlich ein Spieler, der immer wieder auftrumpfen kann. 3 Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dran anknüpfen. Deswegen darf er heute wieder von, natürlich von Beginn an. Der Kapitän, der ist gesetzt, der Junge. Warum soll ich da auch groß irgendwas ändern?
Ja, wollen sie beiden Stuttgarter heute wieder treffen? Mal schauen. Im letzten Spiel haben sie es beide. Und heute hier ist die Aufstellung wollen sie ja wieder ran. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive. Aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Ja, für der VfB Würz hat ein paar Mal gewechselt, sehe ich gerade. So sieht heute der die Keeper zumindest. Der aus. Bei Ihnen die haben zwei Wechsel gemacht. 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So, auf geht's. Wir wollen in die nächste Runde. Der VfB wird es uns so schwer wie möglich machen wollen. Klasse Pass. Und dann ist es Aubameyang schon wieder, der da frei durchmarschiert. Und es ist das 0-1 auf 3 Minuten. Yes. So kann man schon mal in die Partie starten. Noch mal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. No more. Und dann gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich und wuchtiger Ball. Ein let's Hammer. Go. Drin ist er. Nach dem 6-0, furiosen 6-0 in Leipzig heute mit der nächsten Frühstand. Leipzig war es, glaube ich, 6. Minute oder so, wo wir, glaube ich, 1-0 geführt haben. Und jetzt sind schon jetzt also nach 3 Minuten, 1-0. Nicht mal ganz. 1. Aber egal. Ja, gut gemacht. Stark gemacht. So kann man in eine Partie. Die Stuttgarter können über außen kommen. Er war noch dran, gibt Ecke. Ecke? War der Stuttgarter noch nicht noch dran? Muss ein bisschen aufpassen über die Außen, dass Ecke da nicht. Kurz ausgeführt. Ja, da gibt's gute Ah, der VfB versucht jetzt gerade ein bisschen mit Druck. Er hat den Ball, wird da was draus? So. Da kommt der Pass. Ich wusste keinen Moment, was Abseits gewesen wäre. 2-0. Super gemacht. 12. Minute, ja, 0-2, Pierre-Emerick Aubameyang. Stuttgart macht da vorne Druck und läuft dann ins Konter. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann kann sich Aubameyang durchsetzen. Spielt da einfach seine Physis aus. So kann man schon mal reinhüpfen. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, nächster Ballverlust der Stuttgarter. So, es kann richtig tödlich enden. Ja, da war keiner mitgelaufen, deswegen musste nur da diesen Weg über die Außen, auf die Außen versuchen zu gehen. Stuttgart. Ja, diesmal Passer Sterner sagt dann, nö, ist meiner. Fischer. Aubameyang. Wieder so ein Abseits, fast Abseits-Ding. Und diesmal passt der Stuttgarter da auf. Und lässt nicht zur Enthaltung kommen. So viel zum Thema dazu, zum Thema aufpassen. Glück gehabt, dass der nicht bestraft wird, der Ball. Wie gesagt, Stuttgart versucht es. Es ist ja nicht so, dass es... Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Warte mal. Winst. Er schießt. Und gehalten. Ha. Der Ball ist weiter gefährlich. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Aubameyang und Marina. Jetzt der Eckball. 0-3, Hugo Lovoa. Hier wohl den Sieg entgegen. Führung jetzt also 3 Tore. Ja, die Maschinerie. Bayreuth läuft wieder an. Erst
die Ecke. 0:3. Trifft er die Kugel wunderbar. Schön auf den ersten Pass, beziehungsweise auf den Strafraum, auf den 5-Meter-Eck. Auf das 5-Meter-Eck und dann ist er dann am Ende doch drin. Und der Verteidiger auf der Linie sagt dann, ich gehe mal weg da. Dann schlägt er halt ein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ja, und so kann man es gehen. Und so ist es plötzlich ganz, ganz leise hier. Mihajlovic erstmal. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und Schalterup. Ohne Probleme. Guter Pass. Und dann ist es wieder eine Marek Aubameyang. Marek Aubameyang. Oder frei Durchlauf. Und diesmal wird Varela das 0:4. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, Stader. Bei wem Sie Ecke kommt. Müssen. Da kann er jetzt erstmal klären. Piri. Piri. Super Chance, und aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir. Da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Carlos Fernandes. Fernandes verliert den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Novoa. Tor. Novoa. Der Torhüter ist da. Und wenn die Stuttgarter ihren Keeper nicht hätten, stehen sie hier schon 0:4 und 0:5. Er holt sich den Ball. Nachspielzeit eine Minute. Ballverlust. Ist aber egal. Pause 0:3. Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Und der VfB ist noch gut bedient damit, mit diesem Ergebnis. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit so passiert. Und jetzt geht's hier weiter. Kleiner Ausblick auf die nächste Partie schon mal, wenn wir schon 3-0 führen jetzt hier in Stuttgart und sehr wahrscheinlich in die nächste Runde einziehen, wenn nicht jetzt nochmal viel Dramatisches in der zweiten Halbzeit passiert. Nächster Gegner ist dann das Heimspiel gegen den VfL Bochum. Das ist ein vielversprechender Pass. Was sie da vorhaben, Absatz. Ist klar. Schnelle Vorstöße, Lücken schaffen, hinter die Abwehr kommen, aber Fahne ist oben abseits. Nee, hier hat's nicht geklappt. Es ist riskant, so zu spielen. Da hat die Abstimmung nicht gepasst. Ja, klasse, schön. Piri. Aubameyang. Das war ganz, ganz wichtig, dass der Novoa da nicht so weit Kontrolle kam. Bundesliga-Fußball für den VfB Stuttgart. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. RB. Diese Partie sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen. 0:1:3. Zu halten hier. Tor für den VfB. Schönes Soundschuss. Viel zu viel Platz gelassen. Gut gespielt, der Konter. Und da kommt keiner mit. Gönner den Gitter ran. Lass uns einfach schießen. Und Horn macht das. Verliert das Ding. Ja. Pass nicht rein. Carlos Fernandes. Jedenfalls. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ja, es sind sogar zwei Mann jetzt an die Stelle rum. Beide Zeiten ausgeklärt. Sie bekommen den Einwurf. Gehen wir zumindest einen Einwurf. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Ja, schade. Ja, was passiert noch hier in dieser Partie? Man ist vermeintlich in der nächsten Runde. Vorne, aber führt mit 3:1 jetzt so noch. Also wenn die Stuttgarter jetzt nochmal schnell das 2:3 nachlegen, sieht das immer anders aus. Haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Carlos Fernandes. Das könnte eine Gelegenheit sein. Mensch! Ist das der Anschlusstreffer? Und das war ganz, ganz wichtig, dass Rote da mitläuft. Wenn der nämlich durchgeht, der Ball, sieht das wieder alles ein bisschen anders aus. In den freien Raum. Kriegen wir es rein? Aber dann machen durch? Sie doch nichts aus diesem Angriff. Ja. Da haben sie den Ball. Aubameyang. Nee, da muss er sich gar nicht groß. Da hat der Verteidiger ein Riesenglück, dass er dem nicht noch, dass sein Fehler nicht wehtut. Weil den hat der Verteidiger dort verloren. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Gemacht von Rote. Oh, jetzt werden sie wechseln. Er entscheidet auf Freistoß. Gut.
Ja, ich wollte eigentlich auf Absatz gehen, ja. Auf Abschluss gehen. Aubameyang. Und Aubameyang. Keine Gefahr hier in der Situation. Man versucht zumindest ein bisschen nochmal wieder ein bisschen ins Spiel reinzufinden. Das ist halt das, was Stuttgart gerade so ein bisschen gut besser macht in der zweiten Halbzeit. Man lässt uns nicht wieder nicht so reinkommen, nicht so ins Rollen kommen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Gutes Kollegen Ding. Bieten sich an. Kein Abseits. Aubameyang. Per Emerick, Aubameyang. Und so wird das nix, den hält der Torwart natürlich. Da kommt die Ecke. Arsch, weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Die Gelegenheit. Schellnerow. Die Gelegenheit hier. Da hätten sie die Führung fast ausbauen können. Viel zu belastet. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. 10 Minuten noch. In der zweiten hat er nicht mehr viel auf die Reihe bekommen. Ich meine. Nochmal, wie viel mit 3-0, ob das Ding jetzt... Nee, Ballverlust. Aber lass mal den VfB jetzt auf 2-3 machen. Jetzt und dann ist es Liga. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig wenn gute Möglichkeit. Wenn der den und jetzt macht, wollen sie durchlaufen und macht. Jetzt kommt die Ecke. Wahnsinn, schön. Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Der Ball ist harmlos. Gute Balleroberung hier. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, das kann nichts. Aubameyang macht Druck. Starkes Tackling hier. Ja, ist egal. Weiter. Die Gäste sind durch. Die Gäste das Spiel wurde in den ersten 30 Minuten entschieden. Für uns als Zuschauer war es ein interessantes Spiel, war eng. Die Kleinigkeiten geben den Ausschlag, aber sie sind weiter und das ist das, was zählt. Stuttgart hat in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen. Das heißt nicht viel, aber sie haben auch nicht die Chinese zugelassen. Das war eine aber das Spiel wurde, wie gesagt, in der ersten Halbzeit klar verloren. So, weiter geht's. Hochverdienter Sieg. Wie gesagt, wenn das Ding zur Halbzeit 4-5-6-0 steht, dann könnte ich Stuttgart sich da nicht beklagen. Am Ende steht es 3-0, am Ende steht es 3-1. Man ist in der nächsten Runde. Gucken wir kurz noch hier auf die anderen Ergebnisse. Wolfsburg, aber guck mal von vorne weg. Oh, RB verliert gegen Dortmund 0-2. Augsburg-Köln 2-1, Leipzig-Dortmund 0-2. Nach der 0-6-Klatsche gegen uns in der Liga gab es für Leipzig zu Hause das 0-2 im Pokal. Frankfurt-Gladbach 1-3, Gladbach mit dem ersten Sieg. Also ist es die Runde 3 oder Achtelfinale, wie ihr das auch wollt. Leverkusen schlägt Hertha mit 5-4 nach Elfmeterschießen, 2-2. Und dann Wolfsburg führt 2-3. Arminia Bielefeld, Schalke 1-2, Bayern 5-2 gegen Düsseldorf und unser 3-1 am 3er gesehen. So. Wäre schon geil gewesen, wenn sie den Pokal zum Beispiel auch eine Auslösung gemacht hätten. So, reingebracht werden. Nächster Gegner ist der VfL Bochum. Ja, wir sind noch 3 Punkte in der Spitze. Bei Bayern muss irgendwas verloren, hat glaube ich gepatzt. Die haben nämlich unentschieden nur gespielt, zu meines Wissens. Ja, wir haben das letzte Spiel nämlich 0-0 in Bochum gespielt. Also wir sind gewarnt. Hätte ich nicht gedacht, dass die Bayern da patzen. Weil wir sind nur noch 3 Punkte hinter dem Spitzenduo Bayern und Dortmund, weil Dritter momentan nur. Aber wie gesagt, hinter uns sitzen Leverkusen und Leipzig halt im Nacken von Wolfsburg. Ja, die sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Deswegen... Piano. Gut, nächster Gegner, wie gesagt, der VfL Bochum. Das sehen wir morgen an. Wir gucken uns schnell nach vorher in die Nachrichten rein, ob da nicht irgendwas ist. Turnierpreisgeld, ja, es gibt noch eine gute 500.000 dazu. Und wie gesagt, der nächste Gegner Bochum.
Und das sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr. Bis dahin. Tschüss.